Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in einen super begehrten Adventskalender, weil so viele von euch haben mir zugeschickt, dass ich den auf jeden Fall vorstellen soll. Und zwar ist es der Lena Gerke mit Food Vibes Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 99,95 € und soll einen Warenwert von 400 € beinhalten. Ich bin mal gespannt, ne? Also normalerweise sind diese Adventskalender von Influencern oder von berühmten Personen in Kooperation mit Foodmarken sehr viel foodlastig und dann hast du vielleicht ein, zwei Produkte, die den Wert hochtreiben. Ich hoffe, dass das hier nicht so ist. Ich würde mir mega wünschen, dass hier vielleicht auch das Parfüm von Lena Gerke drin ist, weil das einfach auch passen würde und ich finde, er sieht sehr schön aus. Man hat ja echt allerhand Werbung auch dazu gesehen. Also das Design hier vorne ist echt hübsch. Dann haben wir diese Schubladen. Die ziehe ich auch einfach mal eiskalt raus und stelle die vor mich hin, ne? Und dann schauen wir uns gleich mal den Inhalt im Hintergrund an. Übrigens stellt jetzt auch gerade meine wundervolle Kollegin Nicole von Chiquitas Place diesen Adventskalender vor. Für eine zweite Meinung schaut gerne nach diesem Video bei ihr vorbei. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich mag Lena Gerke, die ist irgendwie auch so skandalfrei und so. Deswegen fand ich das echt cool, dass sie einen Adventskalender rausgebracht hat. Wir starten am 1. Dezember. Formal Skin ist hier drin. Interessante Marke, habe ich auch schon Anfragen von gehabt. Das Reinigungsgel, das ist praktisch, kann glaube ich jeder gebrauchen. 50 ml. Das sind hier drin enthalten. Wollte ich auch tatsächlich immer schon mal ausprobieren. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Ein gutes Produkt, würde ich sagen. Der 2. Dezember. Und hier ist auch nicht irgendwie krass viel Filmmaterial oder so drin. Das ist auch schön. Auch das ist ein gutes Produkt. Das ist von Goldwell Dual Senses das Bond Pro reparierendes und strukturierendes Spray mit 30 ml. Das ist auch richtig schön. Also erstmal sowas fürs Gesicht, dann für die Haare. Das fängt schon mal richtig nice an. Das machst du dir, glaube ich, einfach so als Leave-In rein. Genau, Leave-In-Spray. Und das finde ich einfach anwenderfreundlich und gut in einem Adventskalender aufgehoben. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine sehr leichte Nummer 3. Und hier haben wir ein Produkt von Fleeky drin, den Liquid Eyeliner. Wie cool! Wie cool in Schwarz. Tiefes Schwarz mit starken Pigmenten. 24 Stunden Halt. 3 Gramm sind hier drin. Den möchte ich mir mal angucken. Fleeky ist übrigens eine Marke, die bekommt ihr bei Purish. Und bei Purish habe ich aktuell den Code Claudiswelt 15 für 15% Rabatt auf meine komplette Favoritenseite. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, denn ich habe euch jetzt gerade auch ein Video gepostet, wo ich die Marke Carla Cosmetics vorgestellt habe. Auch auf die bekommt ihr nämlich gerade die 15%. Und das ist so ein kleiner Special-Code. Richtig geil. Wenn ihr etwas haben wollt, was nicht auf meiner Favoritenseite, aber im Sale ist, könnt ihr mit Claudiswelt 10% sparen, wenn ihr möchtet. Ein wundervoller Kooperationspartner von mir, die übrigens auch einen echt tollen Adventskalender rausgebracht haben, ist im i verlinkt. Hier haben wir den Liquid Eyeliner. Das ist ein Dip Eyeliner. Okay, das ist nochmal was anderes. Ich kenne den nicht. Der fühlt sich sehr, sehr leicht an, aber schön von der Geschichte her. Hat eine relativ breite Spitze, aber ich glaube, dass man damit recht gut was malen könnte. Das probiere ich jetzt mal, ob ich damit auch fein malen kann. Ja, schwierig. Das ist eher was für die breiteren Linien. Ne? Also weniger für so einen detaillierten Wing am Ende, sondern mehr so, um den Wimpernkranz oben zu betonen. Aber trotzdem irgendwie ein schönes Produkt, ne? Was ja auch viele verwenden können. Haben wir denn jetzt hier einen kompletten Beauty-Adventskalender? Das wäre ja auch mal abgefahren, Leute. So, in der oberen Schublade hier haben wir die Nummer 4. Ein Klassiker. Von Parsa haben wir hier so ein Scrunchie in einer stylischen Farbe. Ne? Also dieses Leo-Muster ist ja auch total angesagt. Und wir haben hier drin halt in diesem Scrunchie ein Telefonkabel-Haargummi. Ne? Das scheint aber auch ein recht großes Haargummi zu sein, was ich ja schön finde. Denn ich mag die von Invisibobble manchmal nicht ganz so gerne, wenn ich mir einen oben Dutt mache, weil das einfach dann zu viel ist mit dem Haargummi zusammen und dann dieses recht kleine Haargummi da drin. Ne? Aber ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Schön. Der 5. Dezember fühlt sich auch nicht nach Food an. Nee, hier haben wir was von Jean Darcel drin. Renovar. Das ist ein Serum, ein Hyaluronsäure-Serum mit 10 ml. Kann jeder Hauttyp verwenden, denn Feuchtigkeit braucht eigentlich auch jeder Hauttyp. Ganz egal, ob du eine trockene Haut hast, ob du eine ölige Haut hast, eine Mischhaut. Und Jean Darcel ist auch eine gute, angesehene Marke. Das finde ich toll. Ein Serum kannst du gut gebrauchen. Nikolaus darf gerne was Besonderes sein. Hier haben wir jetzt den 6. Dezember und jetzt schauen wir mal hinein. Das füllt auf jeden Fall das Kläppchen aus, was ich toll finde. Und das haben andere in der 24. Von Rosenthal Organics ist es der Mini White Jade Gua Sha.
Also das ist ein Gua Sha Stein, womit du zum Beispiel dein Hyaluronsäureserum oder auch eine Maske, eine Ampulle gut einarbeiten kannst oder ein Gesichtsöl. Ne? Und finde ich mega. Also das hat ja, glaube ich, auch einen Wert von, ich glaube, 20 Euro oder so. Und hier haben wir dann wirklich auch einen Stein drin. Auch das haben nicht alle Adventskalender als Stein tatsächlich. Finde ich gut. Ist ein gutes Produkt, wenn man ihn noch nicht hat. Ne? Also ich glaube, viele von uns haben sowas schon zu Hause, aber an und für sich ein tolles Produkt für einen Adventskalender. Der 7. Dezember. Auch hier Beauty L'Occitane. Originalgröße von der Handcreme. Das ist die mit Shea Butter 20%. 30 ml sind hier drin. Eine wundervolle Handcreme. Also die L'Occitane Handcremes sind richtig angenehm. Die sind schön für die Hände. Die ziehen auch vernünftig ein, finde ich. Ne? Und sowas gehört auch in einen Beauty Adventskalender. Und ich finde es mega nice, dass wir bislang auch wirklich nur Beauty drin hatten. Zieht sich hoffentlich genauso weiter. Das wäre ja wirklich dann ein krasser Adventskalender. Mal gucken. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. The Hug, eine wohltuende Periodencreme mit Johanniskraut, Weihrauch und CBD 422. This Place, aha, das ist ja interessant. 60 ml haben wir hier drin enthalten. Ich benutze ja immer, wenn ich meine Tage habe, eben auch, habe ich mir von Purish mal selber gekauft, diesen Gürtel, ne? Wo ich immer nicht genau weiß, wie genau der jetzt heißt von der Marke her. Das ist immer ein bisschen abgefahren. Kann ich euch auch im i verlinken. Den finde ich auch super. Aber wenn es sowas halt auch als Creme gibt, warum nicht? Warum nicht? Und also, Wärme kann ich da unten echt immer sehr gut gebrauchen. Das finde ich schön. Eine Umarmung in der Tube. Und vor allem ist es auch so umarmend eingepackt. Das kriege ich ja nicht mal wieder so zusammen, wie es vorher war. Stand das auch schon vorher so ab? Ich glaube schon. Sagen wir mal ja. In der Nummer 9 dürfen wir uns über was Großes, aber Leichtes freuen. Oh, wie schön. Die haben hier von L'Oreal die Panorama-Mascara reingemacht. Die finde ich total klasse. Die hat so ein multidimensionales Gummibürstchen und die mag ich sehr, sehr gerne. Ne? Sehr haltbar. Abschminken ist immer so eine Sache. Mit Double Cleansing funktioniert das wohl. Wow, Full Size. In der Nummer 10 darfst du mit was Großem, etwas Schwererem weitergehen. Das ist auch für die Haare. Und zwar von Langhaarmädchen. Das Kopfhaut Booster Tonic Lovely Long hilft das Haarwachstum zu verbessern mit Mandelblütenextrakt. Ana Gain, okay, für dichteres Haar in 3 Monaten. 75 ml sind hier drin. Ja gut, wenn du das in, also für 3 Monate musst du das, glaube ich, ja, 2-mal täglich morgens und abends gleichmäßig auf die Kopfhaut. Ja, dann hast es aber tatsächlich so, dass du hier ein paar mehr von brauchst als nur das hier. Aber interessant, ne? Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl, ist auch wieder gut befüllt. Und hier haben wir von Visan das Catch the Sun 50er Lichtschutzfaktor Sun Cream Face Sensitive. Leute, 75 ml sind hier drin. Wie geil ist das bitte? Jetzt mal ohne Flachs, ne? Du brauchst sowas im Winter. Vor allem, wenn man dann auch so chemische Peelings oder sowas anwendet. Das ist so wichtig. Und dass sie das hier mit reinpackt. Du merkst hier bei diesem Adventskalender, dass es schon von einer Person gepackt wurde. Und da hoffe ich, dass tatsächlich auch die liebe Lena da ordentlich ihre Finger mit im Spiel haben durfte. Die sich halt mit sowas auch auskennt, ne? Das ist klug. Halbzeit, der 12. Dezember. Ja, das kann man gebrauchen. Von Washis haben wir hier in der Merry Christmas Edition nämlich ein Washi drin. Wiederverwendbare Abschmink- und Waschpads, genau. Ja, angeblich oder eigentlich soll man das auch nicht mit Weichspüler waschen und in den Trockner packen. Mache ich bei meinen Washis ehrlich gesagt immer. Hier haben wir auch irgendwie so ein bisschen Glitzer mit dabei. Also es ist jetzt nicht Glitzer, sondern die Fasern, die haben halt so einen gewissen Glanz, ne? Und ich finde diese wiederverwendbaren Abschminkpads auch total cool. Und es ist immer interessant zu sehen, wie die mal in Original aussehen. Sahen. Bei meine sehen nicht mehr so aus. Aber richtig toll. Also das kann man immer gut gebrauchen. Theorie, also ne, wenn du dich nicht ordentlich doll geschminkt hast, nicht so wie ich jetzt zum Beispiel, sondern wenn man normales Tages-Make-up drauf hatte, dann kannst du die auch einfach nur mit Wasser verwenden und dich damit abschminken. Das macht meine Mom zum Beispiel. Super gut für sensible Haut geeignet. Der 13. Dezember fühlt sich auch wieder sehr, sehr gut gefüllt an. Und hier haben wir was von Mutmaski drin. Sleep Repair Renewal Nourishing Mask, die soll halt reparieren, hydratisieren, verjüngen. 60 ml sind hier drin und so weiter und so fort. Ne? Also das ist für mich eher wie so eine Nachtcreme einfach, dass du dir halt als letzten Step von deiner Nachtpflege drauf machst. Und Mutmaski ist eine Marke, die ich persönlich gerne mag. Ich habe schon viele Produkte von denen verwendet. Jetzt gerade verwende ich das Body Peeling von denen. Das finde ich jetzt nicht so bombastisch, aber alles, was jetzt irgendwie so in der Gesichts-
Geschichte unterwegs ist, fand ich bislang toll. Also mega nice. Da oben wird es gerade ganz schön voll, ne? Ich muss so langsam auch mal die unteren Etagen füllen, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es hier wirklich ein Beauty-Adventskalender wird. Hammermäßig. Die Nummer 14. Hier haben wir was von Got2B mit dabei, und zwar den Kleber für Augenbrauen und für Flyaways quasi. Der ist wasserfest, gibt bis zu 24 Stunden halt, und auch hier haben wir wieder eine Originalgröße drin. Mega. Mega, 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 mega gut. Ne? Also kann jeder verwenden, egal welche Haarfarbe man hat. Das ist so schlau. Ja, dieser ganze Adventskalender ist irgendwie so durchdacht und so gut aufeinander abgestimmt. Wir hatten jetzt noch nicht so Bam in your face krass Highlighter oder Highlight-Produkte, ne? Aber er ist halt irgendwie so gestaltet, dass jeder ihn verwenden kann. Der ist, gut, 15. Dezember, Mensch. Paula's Choice, ja, dafür, ne, sinnvoll mit Lichtschutzfaktor, den musst du nämlich dann am Morgen danach verwenden. Exfoliate, das BHA Liquid Exfoliant mit 2% Salicylsäure. Das ist auch eine Originalgröße mit 118 Millilitern. Richtig cool. BHA ist eher so geeignet für diejenigen, die eine unreine Haut haben, wenn du Unterlagerung hast, dass die Hornschicht gelöst wird, oder wenn du halt, ne, aktuell habe ich ja auch ein paar Pickel. Damit kann man die halt ganz gut bearbeiten. Würde ich jetzt so zweimal in der Woche verwenden, einwirken lassen und dann tatsächlich abwaschen. Ich glaube, hier steht drauf, dass du es sogar drauf lassen kannst. Nee, Rinse from Skin and Nein. Das ist nur, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Oh, Entschuldigung. Once or twice daily apply over face and neck. Nein. Also ich persönlich würde das erstmal vorsichtig versuchen anzuwenden, ne? Nämlich nicht täglich, so wie es hier drauf steht, und nicht zweimal täglich. Und wow, also hier steht ein bisschen viel krasses Zeug drauf. Ich wäre da ein bisschen vorsichtiger erstmal. Ich habe hier ein Video über Peelings gemacht, aber ich bin halt auch super sensibel von meinem Hauttypen her. Und ich würde es mir auch erstmal abwaschen, bevor meine Haut sich dran gewöhnt hat. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Also Freunde von mir haben tatsächlich auch solche chemischen Peelings mal aus Versehen verwendet, ne? Waren irgendwelche gehypten Produkte, die haben das nachgekauft, haben sich die Haut verbrannt, war nicht so nice. Naja, hier habe ich jetzt den 16. Dezember. Hier haben wir mal ein Foodprodukt drin. Ostmann, Let's Do Avocado, das Crunchy Topping mit 70 Gramm, auch das eine Originalgröße. Hier habe ich einen kleinen Fun Fact. Ich hatte so häufig diese Avocado-Toppings hier in Adventskalendern drin, ne? Habe das dann ausgepackt und mir gedacht, warum? Warum ist das da drin? Warum finden alle das so toll? Jetzt habe ich mir Avocados gekauft und habe das drüber gemacht. Sowohl Julius als auch ich suchten das jetzt gerade. Vollkommen nachvollziehbar. Super lecker. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember in meinen Händen. Oh, das ist ja cool. Wir haben hier ein Real Techniques Bubble Blending Brush drin. Leute, ist das cool, die 260. Das ist für mich persönlich ein Foundation-Pinsel oder auch einer, den ich nehmen würde, um halt cremige Texturen aufzutragen. Creme Blush, Creme Bronzer oder so, ne? Mega, mega cool. So groß. Wow. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist ein sehr schwerer 18. Dezember in meinen Händen. Hier sind 50 Milliliter von 123 It's Primetime Hydra Power Gel Cream drin. Das ist eine Gesichtscreme, die man dann offensichtlich auch als Primer mitverwenden kann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde einfach richtig heftig, was hier für Produkte drin sind. Das sind größtenteils Originalgrößen. Es sind multiverwendbare Produkte, die wirklich, egal welchen Hauttypen du hast, Haartypen, wie auch immer, genommen werden kann. Ich glaube, so einen Adventskalender hätte ich nicht besser packen können bislang. Der 19. Dezember macht hier weiter, und zwar Heiter mit, da habe ich auch den Adventskalender bestellt, Superstreusel, Konfetti-Parade, 55 Gramm sind hier drin. Ich finde das einfach großartig, sowas mache ich mir gerne tatsächlich auch sogar einfach auf dem Brot drauf, wo ich dann einfach, also auf dem Butterbrot, ne, wo ich vorher dann so Margarine oder Butter drauf gemacht habe. Sieht so hübsch aus. Ich mache mir das gerne über Eis, ich mache mir das auch gerne über Pudding oder sowas drüber. Es macht einfach Spaß. Komm, zwei Foodprodukte jetzt bislang erst, ne? Hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen anders verteilt, dass sie nicht so schnell aufeinander kommen, aber ich beschwere mich hier echt nicht. Das sind so tolle Sachen drin. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Auch das komplett ausgefüllt. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Sios, eine Augenbrauenfarbe in dunkelbraun. Wird mir zu dunkel sein. Es ist eine Originalgröße. Ne? Für mich ist es zu dunkel. Es ist aber auch sicherlich für Lena zu dunkel. Ja. Ich weiß, viele finden die richtig klasse, diese Augenbrauenfarbe von Sios. Deswegen ist es schon irgendwie cool, dass es drin ist. Ich persönlich finde es aber schade, dass sie jetzt hier leider ein Fail gelandet haben, dadurch, dass es halt farbgebunden ist. Ne? Wirklich schade. Ansonsten wäre es halt quasi fast perfekt geworden hier. Der 21. Dezember. Sehr, sehr leicht. Oh!
Annemarie Börlin, die hat ganz tolle Augenpatches. Die Hyaluron-Augenpads mit Soforteffekt. 2 Stück sind hier drin enthalten. Die sind klasse, Leute. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Die haben halt eine leichte Parfümierung mit drin, weswegen ich die nicht so gut finde wie die von Dalton. Da gibt es am Wochenende übrigens einen Code. Die sind toll. Die geben schön Feuchtigkeit. Die glätten auch die Augen so ein bisschen. Ne? Wie gesagt, ich kann die nicht immer verwenden, wenn ich zum Beispiel super gereizte Augen habe, wenn ich zu viel Schlaf hatte, vielleicht mal einfach geweint habe oder so, kann ich die nicht anwenden, weil dann brennen die mir. Aber an sich sind die toll. Pack die in den Kühlschrank, dann sind die noch besser. Der 22. Dezember, 2 Tage vor Heiligabend, haben wir hier von I Want You Naked ein Produkt drin. Das schüttle ich mal. Das ist nämlich so ein Schimmeröl, ne? Body Oil Golden Glow Glam Effekt. Steht auch drauf, dass man das vorher gut schütteln soll. Und hier sind, ich glaube, 50 Milliliter oder so drin. Steht hier jetzt so nicht drauf. Warum nicht? 1,69 Unzen. Kommt doch aus Deutschland. Dann schreibt es doch drauf mit den Millilitern, Leute. Komisch. Oder ich bin gerade blind? Crazy. Wirklich crazy. Aber na, ich würde jetzt sagen, das sind 50 Milliliter. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig nice. Auch wenn ich das selber nicht verwende, weil mir das ein bisschen zu ölig ist, ne? Ja, genau. Ansonsten ist es ein absolutes Adventskalenderprodukt, was man schon häufig gesehen hat, auch in Adventskalendern. Was man auch super so auf den Beinen verwenden kann, was jetzt im Winter ein bisschen kalt werden könnte. Ansonsten, wenn man halt die Haare hoch hat, kann man sich das auch schön so auf die Schlüsselbeine, auf Dekolleté, Schultern und so geben. Da kommt das ganz toll, ne? Wow, die Nummer 23 ist, glaube ich, die größte Box überhaupt hier drin. Holla die Waldfee, der Tag vor Heiligabend. Und hier haben wir auch ein Spray drin enthalten von Venya. Biomimetische Hautpflege. Das ist ein pH 4,9 klärend und Soft Peel Effekt Healthy Aging Toner. 150 Milliliter. Also, dass hier sogar dran gedacht wurde, einen Toner reinzupacken. Mann, Soft Peel muss man halt mal gucken. Ich persönlich brauche jetzt nicht unbedingt einen peelenden Toner. Da muss ich mir nochmal die Inhaltsstoffe angucken. Aber ja, Leute, warum bist du peelend? Wegen Glykol vielleicht? Milchsäure ist halt hier drin, ne? Genau, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wenn man super sensible Haut hat, dass es dann nicht so unbedingt gut funktioniert direkt am Anfang, dass man sich erstmal ein bisschen rantastet. Aber das finde ich so cool. Bin jetzt echt gespannt auf die 24. Also für mich persönlich wäre es ein richtiger Klopper, wenn ich ihr Parfüm hier reingepackt hätte. Aber es fühlt sich nicht so an. Eine Lidschattenpalette wäre natürlich auch super nice. Ich wüsste jetzt auch nicht, was unbedingt fehlt, ne? Weil eigentlich haben wir so gut wie alles da. Ein Puder wäre auch schön. Aber hier ist Skincare, glaube ich, drin. Und zwar ist das von Clarins. Das war, glaube ich, auch ein Vorschau, ein Sneak Peek-Gedönsen, ne? Das 08 Lip Comfort Oil habe ich hier in der Farbe 08 Strawberry. Ich glaube, das ist auch eine Originalgröße. Super, super beliebtes und gehyptes Produkt habe ich in der Farbe Pitaya aktuell in Anwendung. 7 Milliliter sind hier drin und das ist halt nochmal ein bisschen rötlicher. Ich mache das jetzt nicht auf, weil, wie gesagt, ich habe das selber schon in einer anderen Farbe da und ich finde jetzt nicht, dass es eine krasse Färbung auf die Lippen gibt. Deswegen gibt es da nicht so große Unterschiede, aber es wird nach Erdbeere riechen. Und das finde ich ja noch besser als mein Pitaya, was ich aktuell in Anwendung habe. Das ist eine tolle Nummer 24. Ne? Noch cooler wäre natürlich so ihr Parfum gewesen, aber ich glaube, das war noch nicht mal raus, als die hier den Adventskalender geplant hatten. Und tatsächlich hatten wir auch vorher jetzt nicht irgendwie ein Lippenprodukt oder so drin. Also, ne, das ist echt auch dann total durchdacht. Ich finde, dass dieser Adventskalender mega ist. Für 99,95. Leute, das ist eine absolute Empfehlung. Wirklich. Jeder, fast jeder, kann diesen Adventskalender verwenden. Die, die jetzt nicht unbedingt dunkelbraune Augenbrauenfarbe mögen, haben dann halt irgendwie, dass sie ein langes Gesicht ziehen. Aber wenn ihr den Adventskalender verschenkt, merkt euch, in welchem Kläppchen es war, dann kann man das gegebenenfalls austauschen, wenn man das jemandem schenkt, die halt keine dunkelbraunen Haare hat. Ne? Einfach gegen irgendwas Süßes austauschen, dann ist es doch schön. Ne? Du hast hier einen richtig tollen Inhalt. Richtig, richtig geil. Ich bin happy damit. Ist da jetzt ein krasses Highlight mit dabei? Weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, dass der ganze Adventskalender einfach gelungen ist und ein Highlight an und für sich ist. Wie gesagt, in der 24 ihr Parfum wäre jetzt nochmal der richtige Knaller gewesen. Was man halt machen kann, ist, dass wenn man den Adventskalender sich selber oder wem auch immer schenkt, ne, dass man dann zu der 24 noch irgendwie eine Kleinigkeit mit dazulegt, ein kleines Schmuckstück oder so, ne, um da halt einfach nochmal das Ganze noch krasser zu machen und dann braucht man halt auch nicht noch ein Weihnachtsgeschenk einpacken, dann hat man ja schon sowas. Das so als kleine Idee, aber ich finde, dass einfach der Inhalt überzeugt. Wäre da noch ein richtig krasses Highlight drin gewesen, wäre er wahrscheinlich noch besser angekommen und ich kann mir vorstellen, dass er auch relativ schnell ausverkauft sein wird bei dem, was hier drin ist. Ich bin happy. Leute, schreibt mir gerne eure Meinung zum Adventskalender in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.